Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit aller Härte wollen die USA Vergeltung für die Terroranschläge üben. Das haben heute Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld bekräftigt. Cheney äußerte sich in Camp David, wo Präsident Bush seit gestern mit seinem Sicherheitsstab über das weitere Vorgehen berät. Konkrete Angriffsziele wurden aber nicht genannt. Die USA-Regierung machte erneut deutlich, dass sie mit einer langen Auseinandersetzung rechnet. Rumsfeld sagte, der Kampf gegen den Terrorismus sei keine Sache von Tagen und Wochen, sondern von Jahren. Die ersten Ergebnisse der Konferenz von Camp David verkündete heute der Justizminister. Wir müssen sicherstellen, dass wir dem Kampf gegen Terrorismus wirklich höchste Priorität einräumen, sagte er. Es gibt in unseren Gesetzen zurzeit bessere Handhabe gegen organisiertes Verbrechen, zum Beispiel gegen illegales Spiel, als gegen Terroristen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir wirklich maximale Möglichkeiten bekommen, um gegen Terroristen in den Vereinigten Staaten vorgehen zu können. Und dazu gehörten Verbesserung der Abhörmöglichkeiten und verschärfte Strafen für Terroristen und ihre Helfer. Die Mobilisierung der amerikanischen Streitkräfte geht unterdessen weiter. Unter den bereits eingezogenen Reservisten haben Besprechungen und Trainingseinheiten begonnen. Bis Mitte kommender Woche sollen 35.000 von ihnen voll einsatzfähig sein. Mit immer neuen Bildern des zerstörten Pentagon werden auch Details bekannt. Ein Sprecher sagte heute, dass niemand in den USA Kenntnis von den Zielen dieser Attacke hatte, auch nicht, als die entführten Flugzeuge bereits in der Luft waren. Nach einer Warnung der Flugbehörde wurden dann zwar Kampfflugzeuge mobilisiert, aber zu spät. Der Vizepräsident machte deutlich, dass man sich auf andere Fahndungsmethoden einstellen muss. Wir müssen in Zukunft mehr Arbeit in die ganz dunklen Schattenwelten der Spionage stecken, sagte er. Vieles, was wir machen, wird sich im Stillen vollziehen, ohne Diskussionen und mit allen Mitteln, die unseren Geheimdiensten möglich sind. Nur so werden wir Erfolg haben. Inzwischen wurden in 35 Städten Hausdurchsuchungen gemacht. Nach Erkenntnissen des FBI sind zwei der Entführer bereits im August vergangenen Jahres aufgefallen. Sie sollen an dem Anschlag auf den Zerstörer USS Cole beteiligt gewesen sein. Einer asymmetrischen Bedrohung durch Terrorismus sei die westliche Welt jetzt ausgesetzt, sagen Militärexperten hier. Das heißt einer Bedrohung ohne Grenzen, ohne Mitleid. Militärschläge allein reichen da nicht. Die amerikanische Führung reagiert jetzt auf allen politischen Ebenen und sie wird ihre Verbündeten dazu bringen, dasselbe zu tun. Afghanistan bereitet sich auf einen möglichen US-Angriff vor. Taliban-Chef Omar hat alle geistlichen Führer und Clan-Chefs für Dienstag einberufen, um über Verteidigungsmaßnahmen zu beraten. Währenddessen bemüht sich Pakistan, die Taliban zum Einlenken zu bewegen und den Fundamentalistenführer Bin Laden doch noch auszuliefern. Die pakistanische Regierung hat den USA Hilfe für den Fall einer Militäraktion zugesagt. Dagegen gibt es im Land heftigen Widerstand. Zum ersten Mal gingen heute in Pakistan Menschen auf die Straße, um für ihre Nachbarn in Afghanistan zu demonstrieren. Die etwa 600 Fundamentalisten und Islamanhänger protestierten auch gegen einen möglichen Militäreinsatz der USA. Amerika habe keine moralische Unterstützung in Pakistan, hieß es auf Plakaten. Die Demonstration fand unter großem Polizeiaufgebot statt. Überhaupt haben Soldaten und Polizei in den letzten Tagen ihre öffentliche Präsenz erheblich verstärkt. In Lahore trafen unterdessen Vertreter von 30 religiösen Parteien mit Staatspräsident Musharraf zusammen. Auch die fundamentalistischen Parteichefs warnten die USA vor einem Angriff. Sie sollten aus der Niederlage der Sowjets lernen und auf einen Militäreinsatz verzichten. In Afghanistan selbst wächst innerhalb der Bevölkerung die Angst vor einem Angriff. Tausende wollen das Land verlassen. An den Grenzen zu Iran und Pakistan wachsen die Flüchtlingsströme. Iran hat bereits damit begonnen, seine Grenzen zu schließen. In Kabul gibt es erste Bilder von Hamsterkäufen. Die Menschen versetzen ihr letztes Geld und Habseligkeiten, um Nahrungsmittel zu horten. Morgen will Pakistan versuchen, das Taliban-Regime doch noch zur Vernunft zu bringen. Eine Delegation reist nach Kabul, um die Auslieferung von Osama bin Laden zu erlangen. Es ist wohl der letzte Versuch, einen massiven militärischen Angriff auf Afghanistan zu vermeiden. Der Anführer der sogenannten Nordallianz gegen die Taliban, Ahmed Shah Massoud, ist heute in seiner Heimatregion im afghanischen Panjshir-Tal beigesetzt worden.
Er war vor einer Woche bei einem Attentat tödlich verletzt worden. Mit seinem Tod verlieren die USA ihren gegenwärtig wichtigsten Verbündeten in Afghanistan. Tausende Anhänger haben an der Beerdigung des afghanischen Oppositionsführers teilgenommen. Die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon hat den Tod unschuldiger Menschen bei den Terroranschlägen bedauert. Die pro-iranische Organisation wies Washington in einer Erklärung aber die politische Schuld für die Attentate zu. Unterdessen hat der Generalsekretär der Arabischen Liga, Moussa, der USA die Sorge vor einer pauschalen Verurteilung der Araber übermittelt. Auch anderen arabischen Ländern reagierte heute auch Jordanien auf die Anschläge. Heute Morgen vor der amerikanischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman. Lange Schlangen von Jordaniern, die dem amerikanischen Botschafter ihr Mitgefühl aussprechen und sich anschließend in einem Zelt in das Kondolenzbuch der US-Vertretung eintragen. Dies ganz offensichtlich mehr als nur eine Pflichtübung gegenüber einem Land, von dem Jordanien in hohem Maße abhängig ist, wirtschaftlich wie politisch. Unter den Trauernden auch hohe islamische Würdenträger. Selbst die Beduinenstämme des Landes sind vertreten. Doch die Grenzen der Anteilnahme werden schnell deutlich. Nur der jordanische Außenminister darf den Reportern etwas sagen. Jordanien verurteilt diesen terroristischen Akt, er fordert die ganze Welt heraus. Er schadet jedem Land dieser Erde und dem Islam. Die Polizei verhindert Interviews mit anderen Besuchern. Man will unfreundliche Töne in der Trauerstimmung vermeiden und die gibt es tatsächlich in der arabischen Welt. Zum Beispiel aus dem Irak. Der streitet jede Beteiligung zwar ab, sieht aber in den Anschlägen eine gerechte Strafe für die USA. Er ist ein mögliches Ziel amerikanischer Angriffe. Genau das aber kann den Rest der arabischen Welt in Aufruhr versetzen. Und deswegen ist die arabische Welt uneins mit sich selbst. Die Mehrheit der Regierungen lehnt Terrorismus zwar ab, auch weil er eine Gefahr für das eigene Land darstellt. Aber nun gemeinsame Sache zu machen mit den USA gegen den Terrorismus, da ist man auch zögerlich. Die Radikalen laufen schon Sturm, so erklärten heute die jordanischen Moslembrüder in einer Fatwa, die Unterstützung der USA sei Verrat an Gott und seinem Propheten. Ihr Vertreter erklärte uns, die USA wollen doch nur dem Islam schaden, niemand wisse, wer hinter dem Anschlag steckt. Die Trauer ist ehrlich gemeint, der Nahe Osten aber steht erneut vor einer Kraftprobe zwischen Gemäßigten und Extremisten. Der israelische Ministerpräsident Sharon hat Palästinenserpräsident Arafat ein neues Angebot für eine Waffenruhe unterbreitet. Für heute war eigentlich ein Treffen zwischen dem israelischen Außenminister Peres und Arafat geplant worden, doch daraus wurde nichts. Am Morgen war die israelische Armee wieder in palästinensisches Gebiet eingedrungen. Mit Kampfhubschraubern und Panzern wurden Gebäude der palästinensischen Polizei und des Geheimdienstes in Ramallah angegriffen. Vergeltung für die Ermordung eines Israelis Stunden zuvor. Palästinensische Täter hatten im Nordosten Jerusalems auf das Auto des ultraorthodoxen Mannes geschossen. Die Mörder flüchteten in Richtung Ramallah. Regierungschef Sharon bleibt hart, lässt sich auch durch eine Rücktrittsdrohung von Peres nicht beeindrucken. Gedenkminute für die Terroropfer. Kein Gespräch mit Arafat. Für Sharon ist der Terror gegen die Bürger Israels gleich dem Terror Bin Ladens gegen die Bürger Amerikas. Im Parlament dann die wohl letzte Aufforderung an Arafat, für 48 Stunden eine Waffenruhe einzuhalten. Ich rufe Arafat dazu auf, die Terrorakte zu stoppen. Wenn er eine Waffenruhe ausruft, dann werde ich einen Stopp der israelischen Militäraktionen anordnen. Im Fernduell der Worte weist Arafat die Forderung Sharons zurück. Israel sei für die anhaltende Gewalt verantwortlich. Wir stehen zu einer Waffenruhe. Wir sind jederzeit oder an jedem Ort zum politischen Dialog bereit. Viele zweifeln aber, dass Sharon Arafat überhaupt eine Chance geben will. Er möchte ihn am liebsten überhaupt loswerden und alles, was Arafat repräsentiert. Sharon steht im Kampf gegen den Terror ganz auf Seiten der Vereinigten Staaten. Sharon ist aber vehement dagegen, dass Palästinenser Präsident Arafat und der syrische Präsident Assad mit in eine strategische Allianz der Amerikaner gegen den Terror aufgenommen werden. In den Trümmerbergen von Manhattan arbeiten Feuerwehrleute und Helfer bis zur Erschöpfung. Tausende Tonnen Schutt wurden abgetragen, Überlebende aber nicht mehr gefunden. Die Zahl der Vermissten ist inzwischen weiter gestiegen. Tag und Nacht sind sie im Einsatz. 180 Opfer wurden bisher geborgen und über 400 Leichenteile. Doch abgeräumt wurden bisher erst knapp 2% der Trümmerberge. Und die Zahl der Vermissten steigt auf mittlerweile fast 5.100. Die
Die Rettungsanstrengungen werden fortgesetzt und es gibt noch Hoffnung, dass wir vielleicht einige Leben retten. Aber die Realität ist, seit Tagen haben wir keine mehr gefunden. Im Krisenzentrum der Deutschen Botschaft wird dementiert, dass auch 550 Deutsche unter den Opfern sein sollen. Deutlich weniger wird vermutet, aber verlässliche Aussagen sind schwer. Von den 2100 Verletzten in den Krankenhäusern sind inzwischen 60 verstorben. Die Ungewissheit wird zur Folter, doch die Angehörigen müssen sich darauf einstellen, dass manche Opfer niemals geborgen werden. Wenn der Trümmerberg wie bisher per Hand von Hunderten von Helfern abgetragen wird, wird dies weit über ein Jahr dauern. Irgendwann wird man sich entscheiden müssen, schweres Räumgerät einzusetzen. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen sollen morgen die Börsen wieder geöffnet werden. In Rekordtempo musste zuvor das zerstörte Telefon- und Datennetz Downtown Manhattan repariert werden. 320 Kilometer Datenleitungen und 8000 Telefonanschlüsse der New Yorker Börse waren unterbrochen. Hunderttausende von Arbeitsplätzen im Finanzdistrikt sind betroffen. New York setzt daher alles dran, um möglichst schnell die Weltfinanzmetropole wieder arbeitsfähig zu machen. Die USA wollen sich nicht unterkriegen lassen. 5 Tage nach den Terroranschlägen in den USA ist die Zahl der vermissten Deutschen weiter gesunken. Ihre Zahl ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes inzwischen auf 270 nach unten korrigiert worden. Eine Sprecherin betonte aber ausdrücklich, dies sei keine offizielle Vermisstenzahl. Rund um die Uhr arbeitet das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes in Berlin nach dem Terroranschlag in den USA. Hier zum ersten Mal ein Einblick. Man dementiert Berichte des Nachrichtensenders CNN, wonach 550 Deutsche vermisst würden. Richtig sei vielmehr, dass die Zahl inzwischen bei 270 liege. Allerdings sei auch sie vorläufig. Denn dabei handelt es sich um nicht kontaktierbare Personen. Verlässliche Vermisstenzahlen gebe es derzeit noch nicht. Noch prüfe das Auswärtige Amt mit Anrufen bei Verwandten der eventuell Vermissten, ob diese sich inzwischen gemeldet haben. Außerdem versuche man, mit ihnen selbst Kontakt aufzunehmen. Am Freitag waren es noch 600, die nicht erreichbar waren. Auch die jetzige Zahl sei noch immer zu hoch, nimmt man hier an. Seit der Katastrophe sind inzwischen rund 20.000 Anrufe eingegangen von Angehörigen, die sich Sorgen machen. Wichtig vor allem auch, die Leitstelle gleicht die Listen mit Informationen des amerikanischen Generalkonsulates ab. Da die Bergungsarbeiten in New York äußerst schwierig sind, ist das Auswärtige Amt auf Angaben von Angehörigen angewiesen. Da die Anrufe sehr zahlreich sind, dauert es lange, bis im Ausschlussverfahren die tatsächlichen Vermissten ermittelt werden können. Es kann also noch Wochen dauern, bis wir tatsächlich Aufschluss darüber haben, wie viele deutsche Tote zu beklagen sind. Die europäische Polizeibehörde Europol hat davor gewarnt, sich voreilig auf den Fundamentalistenführer Bin Laden als Drahtzieher der Anschläge in den USA festzulegen. Der Extremist sei nicht automatisch Befehlsgeber jeder terroristischen Tat, die im Namen des Islam begangen werde, sagte Europol-Chef Storbeck. Zugleich forderte er in der Mitteldeutschen Zeitung, die EU-Staaten müssten verstärkt Informationen über den Terrorismus austauschen. In Berlin haben etwa 1000 Feuerwehrleute der Opfer der Anschläge in den USA gedacht. In einer Sternfahrt rollten Rettungskräfte mit Einsatzfahrzeugen am Nachmittag zum Roten Rathaus. Bei einem ökumenischen Gottesdienst wurden die Terrorakte als Anschläge auf die zivilisierte Welt und demokratische Grundordnungen verurteilt. Zugleich wurde davor gewarnt, Trauer in Hass und Rache umschlagen zu lassen. Nach der Andacht zogen die Feuerwehrleute in einem Trauermarsch an der US-Botschaft vorbei. Das Erste zeichnet heute Abend noch einmal die Tage des Terrors nach. Um 23 Uhr beginnt die Sondersendung, die Chronik des Grauens. Und jetzt noch einige weitere Nachrichten. Bei einem schweren Seegefecht vor der Küste Sri Lankas sind heute nach Angaben eines Militärsprechers mindestens 26 Menschen getötet worden. Etwa 20 mit Sprengstoff beladene Boote von tamilischen Rebellen sollen bei Trincomalee einen Truppentransporter mit 1200 Regierungssoldaten angegriffen haben. Dabei sei es zu mehrstündigen Kämpfen gekommen. Die Soldaten sollen die Rebellen aber zurückgeschlagen haben. Nord- und Südkorea haben heute zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder Gespräche aufgenommen. Bei dem Treffen in Seoul geht es dem Vernehmen nach um Wirtschaftshilfe für den Norden, um Fragen der Familienzusammenführung, aber auch um eine gemeinsame Stellungnahme gegen den Terrorismus. Seit dem Ende des Koreakrieges haben beide Länder noch keinen Friedensvertrag geschlossen.
Die Fußball-Bundesliga hielt heute an den beiden Sonntagsspielen fest und dabei gab es ein Unentschieden im ostdeutschen Duell zwischen Rostock und Cottbus sowie einen Heimsieg der Berliner gegen 1860 München. Der Trainer von 1860 München, Werner Lorand, hatte seinen Spielern freigestellt, zu spielen oder nicht nach den Ereignissen der Woche in den USA. Alle entschieden sich dafür, dennoch wirkten die Münchner gehemmter als ihre Berliner Kollegen. Und so war es Sebastian Deisler, der die erste große Chance des Spiels hatte. Nur ganz, ganz selten kam 1860 München aus der eigenen Hälfte. 45 Minuten vorbei, Hässler auf Agostino, das völlig überraschende 0:1. So ging es auch in die Pause. Schwere Zeiten für Herthas Trainer. Röber schienen anzubrechen. Zweite Halbzeit, Hertha BSC mit Deisler beim Freistoß. Und plötzlich war der Ball drin. Bezeichnend für die Situation der Berliner, sie benötigten die Hilfe des Gegners. Topalovic hatte den Ball zuletzt berührt. Ein Eigentor. Hertha BSC wusste jetzt, wie es gehen kann. Eine Viertelstunde später wieder Deisler und diesmal war es Michael Preetz, der die Freistoßflanke verwertet. Das 2:1, das Endresultat. Doch es gab noch Aufregung, denn kurz vor Schluss zog Schiedsrichter Wagner zweimal rot gegen den Münchner Rieset und den Berliner Alves wegen Tätlichkeiten. Das Ostderby Rostock gegen Cottbus begann mit einem kuriosen Handelfmeter, völlig unbedrängt verursacht von Thielemann. Rostocks Lange jedoch scheiterte an Pieplitzer, vergab genauso wie kurze Zeit später Benken die Großchance zu Hansas erstem Heimtor seit 4,5 Monaten. Lausig dagegen der Beginn der Lausitzer. Cottbus das erste Mal nach 40 Minuten gefährlich. Das aber gleich im Doppelpack. Helbig und Akrapovic aber änderten nichts am 0:0 zur Pause. Die abstiegsbedrohten Rostocker auch in Halbzeit 2 überlegen, führend nach Torchancen. Und ab Minute 57 auch nach Feldspielern. Helbig musste mit Gelb-Rot vom Platz. Am Endergebnis änderte das jedoch nichts. Mit dem 0:0 bleibt Cottbus im vorderen Drittel dabei. Hansa dagegen steckt mittendrin im Abstiegskampf. Der Kolumbianer Montoya hat heute mit seinem Williams BMW beim Großen Preis von Italien seinen ersten Grand Prix-Sieg eingefahren. Den zweiten Platz sicherte sich der Brasilianer Barrichello im Ferrari vor Ralf Schumacher im Williams auf Rang 3. Ferrari-Pilot Michael Schumacher landete in Monza auf dem 4. Platz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. September. Die Großwetterlage ist unverändert. Nord- und Mitteleuropa liegen unter Tiefdruckeinfluss und Regenwolken. Im Nordwesten ein kräftiges Hoch, das von England bis nach Spanien für Sonne sorgt. Uns bringt es weiterhin feuchte Kaltluft. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken über Deutschland. Immer wieder gibt es Regenschauer, vor allem in der Südhälfte. Im Norden reißt die Wolkendecke öfter mal auf und dort hat die Sonne morgen die besten Chancen. Die Regenschauer konzentrieren sich auf die Regionen südlich des Mains. Mit Dauerregen muss am Nordrand von Alpen und Erzgebirge gerechnet werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West. 12 Grad heute Nacht auf Rügen und Sylt. Im Allgäu 5, sonst 7 bis 9 Grad. Südlich der Donau morgen 5 bis 10, im übrigen Land 13 bis 15, im Norden bis 17 Grad. Die nächsten Tage bringen uns eine Mischung aus vielen Wolken, Regenschauern und etwas Sonnenschein. Dabei bleibt es sehr kühl.